Hallo, hallo, sind wir alle da? So. Wie geht's euch? Wie seid ihr bisher durch die Woche gekommen? Ja. Mal ganz kurz, schon mal wegen der Musik. Machen wir mal ein bisschen Planet Zoo Musik schon mal im Hintergrund. Das Spiel läuft nämlich schon, ich hoffe, ihr hört das genug. Ton sollte so auf jeden Fall in Ordnung sein. Hi. So. Okay. Hallo! So, wen haben wir denn alles hier? Muss ich mal kurz hochscrollen. Hallo, Mr. Max Cat, willkommen! Und hallo, Karma und Wubbly, hi! Hallo, Darkstar Gamer! Hallo, Manu! Hallo, Neun Grunzen! Und guten Nachmittag, Graf von Zeppelin, hi! Und hallo, Stefan! Wünsche ich dir noch viel, ja, ich weiß nicht, viel Spaß beim Arzt, sagt man vielleicht nicht, aber, ein angenehmer Arztbesuch und bis später dann vielleicht, Stefan. Und hallo Theodor, hi. Und Tortitur ist auch da und Sebastian auch. Hi. So. Ich habe schon die Frage gesehen, warum ich so lange auf war. Erstens, also ja, am Anfang der Woche war jetzt ein bisschen wenig. Am Montag ging es mir nicht so gut. Deswegen gab es keinen Stream. Am Dienstag hatten wir einen Stream und gestern war ich arbeiten. Und hallo Ryu, hi. So, genau, mal gucken. Heute wollen wir ein weiteres Gehege ausbauen, weil wir haben ja schließlich im letzten Stream noch chinesische Schuppentiere, glaube ich, gekauft gehabt. Bin mir nicht sicher, ich glaube, wir haben welche gekauft. Wir müssen noch gucken, es gab da so ein paar Probleme. Zumindest wurde mir nicht angezeigt, dass man die paaren kann. Deswegen müssen wir nochmal gucken. Wir werden die auf jeden Fall ins Gehege bringen. Und dann gucken wir mal. Ich habe die Vermutung, dass die vielleicht Geschwister sind dann doch. Und ja. Viel Spaß beim Arzt. Ja, nee, ist klar. Ja, das ich habe mich da verbessert. Aber ja, genau. Hallo Icarus. Hi. So, wollen wir einfach mal gucken. Oh, alle Fenster, die ich nicht brauche, zumachen. Aber bitte nicht Steam, das hatten wir schon. Steam brauchen wir. Mika, hi! Oh, die Dinos sind so süß. Und hallo, Judy. Und hallo, Bastu. Willkommen, ihr drei. So, warte, ich habe noch eine heiße Schokolade vor mir, weil heute ist ein bisschen kalt. Ich habe auch schon warm geduscht und mich eingemummelt und alles. Das ist so eklig draußen. Oh ja, heiße Schokolade, die macht ihrem Namen alle Ehre. Sehr, sehr heiß. 5 Grad, ich sterbe. Ja, ist ziemlich kalt. So, dann wollen wir mal gucken. Ändern wir gerade schon mal die Kategorie. Nicht, dass ich schon wieder vergesse. Planet Zoo. Und gehen rüber ins Spiel. So. Genau. Ich glaube, das, ja. Okay. Was hast du gemacht? Flaming Symbols. Dann hast du ja was gemacht. Ah. Hier sind 17 Grad. So. 15 Grad und Regen. Oh nein. Ich weiß nicht, wie viel Grad ist hier. Hier ist auch 17 Grad und bewölkt. Aber es ist trotzdem kalt. Ja, Darkstar Gamer. Mit dem Bot legt man sich besser nicht an. Da, genau, wenn der Bot sagt, es war Spam, dann war es Spam. Genau. Hust, hust, Sommer. Ja, aber mal gucken. Ich hoffe, dass es noch wärmer wird. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir wahrscheinlich in 2 Wochen wieder hier sitzen und uns wünschen, es wäre etwas kühler. Ich sehe das schon. So, nochmal alles kontrollieren. Hab alle Tonspuren aktiviert. Können wir jetzt reingehen ins Spiel? So, fortfahren. Aber ja. Neue Belohnung. Meins. Fahren wir da fort.
Habe ich mir noch nie gewünscht. Ich hoffe, ich verstehe dich eh nicht. wie du teilweise so. Ja. Okay, ich trinke was, Mika. Hab gerade gesehen. Ich hoffe ehrlich gesagt, es bleibt zu kalt. Oh nee. Obwohl, man kann immer mehr anziehen, auch wenn es wenn's kalt ist. Aber wenn es zu warm ist, ist das Ausziehen irgendwann nicht mehr möglich. So. Immer mehr Klamotten anziehen, als die Haut abzuziehen. Sozusagen, genau. Mhm. Dann gucken wir einfach mal. So. Wir haben auf jeden Fall schon VIP-Gäste, die wir allen Hallo sagen können. Ja, mal. Oh, okay, mir kann man nicht Hallo sagen. Schade. Dann haben wir schon mal 60 Arterhaltungspunkte nochmal bekommen. So. Ja, Darkstar Gamer, ich habe eingestellt 15 Zeichen. Und wenn du da drüber kommst, ist es halt Spam. Ich weiß, das ist ein Satzzeichen. Oder beziehungsweise andere Schriftzeichen. Aber wenn der Bot sagt, das ist zu viel, dann ist das zu viel. Dann kann ich jetzt leider nichts machen. Ist auch extra so eingestellt. Oh, Veterinärforschung. Und hallo Dominik, hi. So, Lama. Lama, Lama, Lama. Lama, Lama, Lama. Technikforschung. Nehmen wir mal 3 Techniker. Könnten theoretisch alle forschen, wenn sie nicht so doof wären und sich bei dieser einen Werkstatt anstellen wollen würden. Ich habe hier extra noch eine daneben gesetzt. Die ist auch angebunden. Da muss nur jemand reingehen. Hier ist eins Werkstatt und da ist eins Werkstatt. So, wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, euch geht's auch allen gut. Löwe wird sich paaren. Ikaros, du bist ein richtiger Hengst. Nee, ein Löwe. Ja. Ikaros hat's mal wieder gebracht. Super. Genau. Ja, nicht aber passt. Dann hoffe ich, dass alles wieder gut wird. So. Tier ist gestresst. Mao ist wieder gestresst. Das ist gut. Okay. Beziehungsweise ist nicht gut, aber wie immer. Wie immer dieser Bug. So. Und Ervinios, oder nee, warte. Ervinions? Oder Erwin Ions? Hallo und danke für den Follow. Der kleine Panda erwartet Nachwuchs. Ah. Juni. Ach, das dauert noch. Okay, die haben sich auch gerade gepaart. Na dann. Aber du bist doch alt. Hä? Okay. Erwin reicht komplett. Okay. Hallo, Erwin. Nichts im Krankenhaus. Oh. Aber dann hast du hier tolle Krankenhausunterhaltung. Fühl dich gedrückt. Ganz toll. So. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Oder nichts allzu Schlimmes. Also es scheint ja schon schlimm genug zu sein, wenn man im Krankenhaus ist. So, Veterinärforschung abgeschlossen. Die Schlange. Schlange, Schlange, Schlange. Ah, dann können wir weiter erforschen. Komodo-Varane? Wieso? So, wir wollten noch gucken, was haben wir denn jetzt im Tierhandelszentrum? Was wollten wir? Wir haben ein chinesisches Schuppentier. Da fehlt uns noch ein Weibchen. Den Grizzly wollten wir noch haben. Stimmt, der Grizzly, den gibt's auch noch. Müssen wir auch noch gucken, dass wir den irgendwie untergebracht bekommen. Können wir da jetzt Partnervergleich machen? Nein, können wir nicht. Wieso? Möchtest du mir das sagen? Oh, der Löwe kriegt Nachwuchs. Uff. Oh, Dominik, dann hoffe ich, dass alles
dass alles gut verheilt. Das ist natürlich nicht schön. So, eins, zwei kleine Löwen. So, Paarungssimulator. Ja, so ziemlich. So. Hallo, du kleiner Vogel. Wir waren jetzt aber eigentlich... Wir müssen auf Pause machen, sonst geht das ja alles weiter. Ich freue mich, wenn ich dich aufmuttern kann. Dann werd du mal wieder gesund. Und hallo Buschmann, willkommen. So, Tierhandel. Wir hatten noch Probleme mit unseren Grizzlies. Zukunft. Das ist ein männlicher Grizzly. Die Weibchen sind wieder so teuer. Warum sind die so schweineteuer? 10.000! Willst du mich verkackeiern? Oh mein Gott. Du möchtest arbeiten. Oh nein. Ah. Why? Warum seid ihr so teuer? Du bist fast ausgewachsen. Aber du bist kein Jungtier mehr. Das heißt, du dürftest schon paarungsbereit sein. Kann ich irgendwo sehen, wo du herkommst? Genetik und Aufzug. Wo war unser Antrag, Chrissy? 6,8 Jahre. Ich habe fast das Gefühl, dass die Geschwister sind. 6,1 Jahre. Muss nicht sein, kann aber. Wisst ihr was? Wir packen jetzt erstmal in Quarantäne und dann können wir das gleich noch gucken. Unser Quarantänezentrum. Da. Quarantänebereich. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Bug. So. Das machen wir mit ihm hier auch schon mal. Der kann auch schon mal in Quarantäne. Wir wollen uns ja keine Krankheiten hier einschleppen. So. Wo haben wir? Da haben wir einen anderen Grizzly. An Zoo senden. Quarantäne. Super. Ich glaube, dann haben wir das erstmal. Ohne Virus. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß, es hat... Ja, ernsthaft, ihr Komodo-Warane. Ernsthaft? Wir brauchen bald ein neues Komodo-Waran-Gehege. Das geht so nicht weiter. Das ist jetzt... Das ist einfach zu viel. Veterinärforschung abgeschlossen. Der Komodo-Waran erwartet Nachwuchs. Oh mein Gott. So, Lama fertig erforscht. Können wir mit dem V weitermachen. So. Auweia. Okay. Hallo Neko-Kitten, willkommen. Hi. Die heiße Schokolade ist nicht mehr ganz so heiß. Das ist schon mal gut. Noch eine Forschung abgeschlossen. Was zur Hölle? Komodo Waran. Weitermachen. Okay. Dann können wir aber schon mal ein Gehege bauen. Würde tatsächlich hier ganz kurz was abreißen. Bei dieser Weg, das können wir so nicht weitermachen. Weg. Haben wir Weg löschen. So, Weg gelöscht. Was haben wir da für einen Weg? So einen komischen Mosaikweg. Hier den. Nicht löschen. 7 Meter waren es nicht. Waren es 6 Meter? Wieso ist das so komisch? Terrainbearbeitung fehlgeschlagen. Wieso schlägst du fehl? Okay, Moment. So. Okay, warte mal kurz. Kann man das bewegen? Stellen wir das erstmal hier hin. Ich will das nicht abreißen. Aber der Weg sieht so hässlich aus. Wieso?
Wieso tust du mir das an, Weg? Na gut, aber es ist besser als das vorher. Okay. Muss jetzt auch wieder leider los zur Arbeit. Wünsche euch noch viel Spaß. Danke, Erwin. Auch danke, dass du da warst. Dann habt noch einen schönen Nachmittag. Und hoffe, viel Spaß auf der Arbeit. Arbeit kann ja auch Spaß machen. Habe ich gehört. Kann ich zwar noch nicht aus Erfahrung sprechen, aber ja. So. Warum klippst du? Warum machst du das? Warum Bearbeitung fehlgeschlagen? Wird das wieder so ein Schlangenweg? Das will ich aber gar nicht. Reißen wir das einfach alles ab. So, warte, entfernen, verkaufen. Okay, ganz kurz. Es ist mir hier alles zu hässlich. Müssen wir das ordentlich haben. Entfernen, entfernen. So, tschüss. Dann Gehege bearbeiten. Die kann ich doch auch wegmachen. Genau, die kann ich wegmachen. Gehege ist ungültig geworden. Ich weiß, deswegen dürfen wir jetzt die Löwen nicht weiter da rauslassen. Aber wir brauchen das erstmal. Dann Wege löschen. Machen wir das wieder weg. So. Wieso schlägt das fehl? Willst du mir das mal sagen? Ich hasse diese Wegdinger. Ich habe Bearbeitung fehlgeschlagen. Ist es ernsthaft wegen diesen doofen Dingern da? Muss ich die auch wegmachen? So, klappt das jetzt? Macht doch Spaß, arbeite in einem italienischen Restaurant in der Küche. Oh, das stelle ich mir wirklich sehr spaßig vor. Also kochen ist schön. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Okay, Wege. Wege, Wege, Wege. Wege, Wege, Wege. Warum? 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 Bitte sagt es mir. Wenn ich einen ablassen wie Wegstützen. Rasterausrichtung. Wieso kann ich da keinen Weg hin machen? Wieso nicht? Ist das, weil da Menschen drauf sind? Das kann es eigentlich nicht sein. Okay. Es ist einfach. Es ist wahrscheinlich einfach wegen den blöden Zäunen. So, Barriere bearbeiten. Machen wir das nochmal ein bisschen weg. Hier genauso. Gott. Das ist so ein Krampf. Bitte. Optimiert dieses Spiel. Das kann doch nicht sein, dass du so Probleme hast, nur weil du einen Weg bauen willst, der nicht in Schlangenlinien verläuft. Terrorverbindung fehlgeschlagen. Wieso? Hier funktioniert das doch. Blockiert. Wovon denn? Hallo? Hallo, Jaffenhauer. Willkommen. Schön, dass du da bist. Machen wir halt hier den Weg erstmal weiter, aber wieso? Wieso kon. Wieso? Da war doch eben gerade noch ein Weg. Wieso geht der jetzt nicht mehr? Wollen Sie mir das erklären?
Es ist einfach zum Mäusemelken. So, wir bauen jetzt einen neuen Weg. So. Oh mein Gott. Komplett abreißen und neu aufbauen. Es sieht tatsächlich so aus, als müssten wir das machen. Aber selbst jetzt geht's nicht mehr. Wieso kann ich hier keinen Weg hinbauen? Leute, ernsthaft? Brennt den Zoo ab. Aber hallo? Wieso kann ich da keinen Weg hinmachen? Aber doch ein Weg. Ins Löwengehege kann ich den bauen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Terrorzeug fehlgeschlagen. Aber warum? Jetzt geht's. Ernsthaft? Länge? Müssen wir an der Länge arbeiten? Blockiert? Wow. Wie habe ich das denn jetzt gemacht gehabt? So, irgendwie. Wieso? Ist ernsthaft dieses doofe Gitter im Weg? Ist es deswegen? Machst du deswegen Stress? Oh, das halt so ganz kurz. Oh mein Gott. Hasse das. Hasse es so sehr, wenn sowas passiert. Oh mein Gott. Boah, ganz kurz. Wer will was? Ich bin gerade nicht für irgendwas. Mann, Twitch, lass mich in Ruhe mit deinen E-Mails. So. Oder ich will nicht. Aber. Ich will doch einfach nur wissen, warum. Sollen wir das so machen? Machen wir das jetzt so? Ist das das Ding? Wirklich? So, ganz einfach. Ja, so machen wir das jetzt. Dann versetze ich das alles und dann... Ich verstehe es nicht, aber okay. Dann versetzen wir das jetzt. Dann dürfen die ganzen Leute gucken, wie sie wieder auf den Weg kommen. Ja. Dann ist das jetzt so. Ups. Bewegen. So. Gott. Ah. Ja, wunderschön aus. Ungefähr so wie ein Strich. Bei mir ohne Geodreieck. Genau. Ich meine, dann können die Lamas jetzt mindestens mal ein größeres Gehege haben. Also bevor wir jetzt auf Play drücken, müssen wir noch ganz schnell gucken. Dass unsere Löwen hier wieder eingekerkert werden. Ansonsten haben wir ein Problem. So. So. Ich meine natürlich nicht eingekerkert, sondern genau.
Haben wir irgendwie Spiegel, Fenster, Glas. Dankeschön. Das war jetzt Beton. Ja. Frei! Nein, Ikaros, du kommst nicht aus dem Zoo. So. Schön, dann haben wir das jetzt geschafft. Dann müssen wir hier noch den Mitarbeiterweg wieder anbinden. Das geht natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Wäre wirklich zu schön gewesen. Hallo, wie sollen jetzt die Mitarbeiter hier hinkommen? Wieso bist du jetzt nur? Hab ich gemacht? Wie soll das jetzt gehen? Wollt ihr mir das verraten, wie das jetzt hier gehen soll? Irgendwie? Sollen wir jetzt hier hinten rumgehen? Ist es das, was ihr wollt? Ich meine, okay, ist auch, es ist keine Möglichkeit. Warum auch immer? Entschuldigung. Ja, unsere Mitarbeiter, die sind jetzt auch gefangen. Die dürfen nicht mehr frei rumlaufen. Gib mir all dein Salz. Ah. Du darfst alles haben. All das Salz, was ich habe. So. Immer noch fraglich, wie unsere Mitarbeiter oben hinkommen, also ich hier irgendwie rauskommen sollen, aber warum ist das jetzt auf einmal so weit oben? Hab ich gemacht. What the fuck? Okay. Haben die Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die sie füttern? Wahrscheinlich. Sieht so aus. Okay. Schön. Dann hätte ich jetzt gerne noch irgendwas. Ganz kurz. Hier, Architektur. Ich will das noch irgendwie verkleiden gerade. Und wenn es nur aus Beton ist oder sowas. Oder aus Bambus. Nehmen wir doch Bambus. So, hinzufügen. Wie kann ich. Mit Y konnte ich das drehen. Wir machen Bambuswände drum. Upsala. Bin ich denn jetzt? Da. So. Bambus. Schön. Noch irgendwas. Bambus-Wandtafel. Was ist das denn? Das sieht komisch aus. Dum bam bam bam. Bum 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 bum. So, Fenster. Und dann auch noch eine Tür vorne dran. So. Kriegen sie ein Dach? Ich weiß noch nicht. Weiß noch nicht. Bambusdach. Sieht aber doof aus. So. Gibt's da auch irgendwas für drauf? Hier sind Dächer. Asphaltdach. Auch aber kein Asphaltdach. Das ist nicht richtig. Das ist wahrscheinlich richtig, gell? Wir können auch ein Asphaltdach nehmen. So ist es nicht. Sitzen Leute mit dir im Wartezimmer seit 3 Stunden. Oh Gott. Die armen Leute. Habe ich jetzt gemacht? Sieht ziemlich hässlich aus. Das machen wir wieder weg. Das sieht sehr hässlich aus. Haben wir wirklich kein Bambusdach? Willst du mir das gerade sagen? Einwegspiegeltafel. What? Wir haben Glasdächer.
Schön. Schön, schön. Horizontal. Oh, das sieht besser aus als das komische Bambus. Weg mit dem Bambus. Hausarztvorsorge. Ich habe am Montag Zahnarzttermin zur Vorsorge. Ich bin auch mal gespannt. Aber ich lasse mir meine Termine immer sehr früh am Morgen geben, dann ist noch keiner da. Und ich habe halt den Luxus, dass ich wirklich sehr früh morgens hingehen kann. Dann habe ich auch den Rest des Tages das nicht mehr im Kopf. Dann habe ich es hinter mir. Glasscheibe. Wir können was aus Glas bauen. Das ist ja richtig nice. Okay, packen das jetzt hier mit dem Holz ein. So. Den Augenarzttermin zu machen dauert Monate. Ja, aber den Zahnarzttermin zu machen hat auch gefühlt 5 Minuten gedauert. Nein. Ja, ich weiß es ja. Aber die Vorsorgetermine mache ich dann immer direkt, wenn ich dran war, für in einem halben Jahr nochmal. Also alle halbe Jahr gehe ich zu Vorsorgearztterminen und dann gucke mich mal. Und dann mache ich halt dann immer direkt noch den für in einem halben Jahr wieder mit den Termin. Dann hat man es gerade hinter sich. So. Doch schlau, oder? Glaube schon. Und beim Augenarzt, da muss ich halt wirklich neu anrufen. Da muss man sich halt jemanden suchen. Und das war das Blöde. Horizontal Holzplanken. So. Und dann drehen wir das. Packen wir es da noch hin. Dann brauchen wir noch mal so ein Ding. Dann haben wir das eingebaut. Sieht doch schön aus. Schick, schick. So. Bearbeitung beenden. So, dann will ich dich einbauen. Gib mal her. Zuggruppe hinzufügen. Yes, please. So. Ist da hinten ein Fenster dran? Ja, ist es. Lalalala. Schön. Haben wir jetzt hier noch ein Dach? Biete. Biete. Dachkante. Jetzt brauche ich eine Dachkante. Brauche ich das? Nee, oder? Dachleiste. 4 Meter. Vielleicht wäre das ganz nice. Vielleicht. Weiß es noch nicht. Nicht, damit das so übersteht, gell? Kannst du bitte, will ich nicht da weiter anbringen. Ich würde dich jetzt hier ran machen. Dup, dup. Kommt das da dran? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Bin gerade ni nicht überzeugt. Hä? Wo ist denn das Dach? Habt ihr ein Dach gesehen? Sie sehen mich verwirrt. Ein Flachdach. Ach, hier gibt es noch ein Dunkel. Sehr, als wenn ich aus dem Fenster gucke. Das ist gut. Das ist gut.
Komm halt, dass du warst, Faltdach. Ich glaube, dann kommen wir da nicht dran vorbei. Dann haben wir das wahrscheinlich noch gar nicht erforscht hier für das Ding. Schade. Ich das gab aber gerne nochmal bearbeiten. Ne? Becher und Böden. So, das sieht doch schön aus. So. So. Machen wir das hin. Das ist doof. Das ist jetzt sehr doof. Einfach nur weiter das mal dran haben. Das ist zu hoch, das ist zu niedrig. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Schade, schade, Schokolade. Okay. Und sollen wir irgendwas dran machen? Kupferdächer. Kupferdächer, oh mein Gott. Dachzierleisten. Uff. Okay. Aus Kupfer. Dachdekor. Da können wir noch gucken. Kupfer. Klassisch Uhrenturm. Ich glaube nicht, dass das ein Uhrenturm ist, aber okay. Ist okay. Rinderabfluss. Yes, brauchen wir. Okay. Hallo, Officer Burger. Willkommen. Hi. So. Ich glaube, wir brauchen da keine Deko dran. Das ist schon genug gedekot. Oder? Warum ist das so schief? Muss das nicht irgendwie ausrichten? Doch, an der Oberfläche ausrichten, wollte ich gerade sagen. Hä? Muss doch gehen. Neue Welt Vordach. Ja, gib mir doch die neue Welt. Hallo? Gib mir doch dieses blöde Vordach. Warum kann ich das nur so verschieben? Gibt's hier in Discord? Noch nicht. Noch nicht. Bald. Hallo, Emilio. Hi. So. Okay. Kein Vordach für uns. Wie lässt nicht? Afrika-Vordach. Teppich-Baldachinen. Ein Glas-Ding. Ist ja auch schön. Okay, dann halt nicht. Dann lassen wir das jetzt so. Tschüss. Okay. Wir müssen ja halt einmal komplett rumgehen, um dahin zu kommen. Ist halt jetzt so. So. Mal kurz. Was trinken. Genau, dann würde ich sagen, mal kurz hier Play. Ist ja alles wieder schon eingesperrt. Guck, jetzt verschwinden noch die ganzen Zuschauer vom Nichtweg. So, jetzt können wir das hier alles schön machen. So, dann können die Lamas auch mehr Platz bekommen, um ehrlich zu sein. Ist das schon längst überfällig? So. Packen wir das einmal hier rum. So. Packen wir da noch eins hin. Blub. Schön. Und dann die Lamas sehen.
Und hier machen wir auch noch irgendwie, warte, nicht. Da, Glas. Dankeschön. Und hallo Oliver, willkommen. Hi. Genau, dann haben die Lamas auf jeden Fall einiges mehr Platz. Den komischen Automaten hier müssen wir noch versetzen. Das. Muss mal hier hin. Steuerung D ist kopieren, okay. So, dann stellen wir hier wieder neue Mülleimer hin und Spendenbüchsen und was weiß ich nicht alles. Haben wir das mal aufgeräumt. Upsala. So, Steuerung D. Steuerung C, Steuerung V. Die Tasten, die ein professioneller YouTuber kennen muss. Steuerung C, Steuerung V. So. Spendenbox. Überall. Was bist du? Indisch Bank. Auch noch andere Bänke. Es ist ja nicht wirklich indisch hier. Aber ja. Einrichtung. Mülleimer, Bänke, etc. Europäische Bank. Und die ist aber schön. Und wir nehmen die neue Weltbank. Die ist auch schön. Wir können wir nehmen die neue Weltbank. So. Und das mal da vor dem Mülleimer. Mein Lieblingstastenkürzel ist alte 4. Ja, alte 4 ist auch gut. So, ganz viele Bänke. Aber das sollte reichen. Klassisch Mülleimer. Neue Weltmülleimer und noch eine neue Weltbank. Oh mein Gott. Ich sollte mir den neue Weltmülleimer nehmen. Naja, egal. Schatten. Genau so packen wir das an die Wand. Ja, an die Bank. Kann sich jeder super hinsetzen. Hat man auch direkt einen Blickschutz. Also. Finde ich super. Neue Welt Picknickbank. Ist alles sehr modern. Ich verstehe, warum das Neue Welt heißt. Aber ich finde es schön. Ich finde es wirklich schön. So. Okay. Bitte nicht füttern. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Warte mal. Nee. Ist nicht wichtig. Wir können Videokameras hier hinhocken. Obwohl, brauchen wir nicht. Brauchen wir Sonnenschirme eigentlich nicht. Wir können ruhig einen Hitzschlag kriegen. Blendet Zubank. Das ist sehr, ja, genau. Okay, dann können wir jetzt, glaube ich, an neue Gehege gehen. Barrieren. Was braucht denn so ein Bär? Erklimmbar, nicht wasserdicht. Blickdicht. Verfallsrate Mittel. Okay. Wir müssen erstmal gucken, was die Grizzlies brauchen. Ich glaube, ich würde jetzt gerne gegenüber von den Löwen das Grizzly-Gehege machen. Was braucht denn so ein Grizzly? Grizzlybär. Er braucht nichts zum Klettern, nichts zum Schwimmen. Aber das ist egal. Das ist Barriere. Grad 4 und höher als 2 Meter Kletterschutz, okay. Können klettern. Das heißt höher als 2 Meter und mindestens Stufe 4. Das ist Stufe 5.
Weil natürlich auch wieder die hässliche Betonwand nehmen. Ich meine, haben wir schließlich schon mal. Also, warum nicht? Sieben Meter? Ja. Dann geben wir den Bären einfach ein wirklich großes Gehege. Ich meine, wieso auch nicht? So. Es ist ja noch nicht so groß wie das Löwengehege, muss man ja auch sagen. Leider. Noch ein bisschen länger machen. So. Nee. 5 Meter? Hallo jetzt. Jetzt soll mich doch da einfach ein neues Ding dran machen. Oder auch nicht. Oh Gott. Die Steuerung. Barriere bearbeiten. Dankeschön. Machen Sie das bitte zu. Warum ist das so schief? Wie will das jemand sagen? Barrieren bearbeiten. Wieso? Muss ich das jetzt ernsthaft Hand, also per Hand daran schieben, weil das eben nicht ging? Wow. Nice. Oh Mann, oh Mann. Mal gleich noch Glas dran und dann sollte es gehen. Okay. Gucken wir dann nochmal. Haben wir da Glas rein. Damit wir auch was sehen können. Nicht überall, aber... Ja, genau. Können wir den von oben flach eigentlich Glas haben. Oder Einwegspiegel. Einwegspiegel können wir auch nehmen. Ich hoffe wirklich, dass das nicht kaputt geht, aber ja. Entschuldigung. Machen wir da Einwegspiegel draus. Finde ich gut. Die Frage, von welcher Seite ist es jetzt gespiegelt? Von der falschen Seite. Das ist, da drinnen ist das Gehege. Warte, die Tiere müssen die Zuschauer nicht sehen. Das soll andersrum sein. Wieso? Oh mein Gott. Machen wir halt Glas draus. Danke, Spiel. Raff dich mal. Gehen halt die Tiere sich die Leute angucken. Wieso auch nicht? Dankeschön. So. Glas. Oh Mann. Logik. Lenne Zu hat Logik durchgespielt. Finde ich schön. Okay. Dann will ich einen Berg. Das war nicht das, was ich als Berg haben wollte. Ich will eigentlich jetzt erstmal so ein bisschen was Bergartiges hier hochziehen und dann können wir mal gucken. So. Und einen Berg draus. Irgendwie so und dann nehmen wir das da. Und ein Bergchen draus. So.
Terraforming. Ich darf gerne auch ein paar komische Spitzen haben. Hallo Snock, willkommen. Das sieht sehr komisch aus. Oberflächenabfluss. Aufrauen. Ich glaube, das geht besser. Irgendwie sieht das sehr komisch aus. Das sieht sehr, sehr komisch aus. Das ist kein Berg. Was mache ich hier? Stärke, Mann. Auch mehr Power! Das ist an die frische Luft wie ein Kauz. Das ist doch gut, wenn man an die frische Luft geht. Ein richtiger Kauz geht doch mal an die frische Luft. Dann würde ich sagen, bauen wir da auch direkt eine Höhle mit. Weil dann kriegen die eine Bärenhöhle. In diesen hässlichen Berg rein. Ich weiß noch nicht, wo das ein Berg sein soll, aber ja. Was ist das für ein Kunstwerk? Ja, ich weiß es noch nicht, was das für ein Kunstwerk ist. Aber wir werden es, glaube ich, bald erfahren. Bin mir noch nicht sicher. Es sollte ein Berg sein. Betonung auf sollte. Jetzt machen wir hier eine Höhle rein. Und ich hoffe, dass sie groß genug ist und meinen Berg nicht wieder kaputt macht. Oh, wo bin ich? Dann sind wir wieder ein bisschen weg. So. In die Höhle rein. Blub. Ich glaube, das sollte reichen als Bärenhöhle. So. Nach 3 oder 4 Jahren das erste Mal wieder Rad gefahren. Direkt 20 Kilometer. Oh nein. Ja, ripp deine Beine wahrscheinlich. Okay. Die heiße Schokolade ist leer. War lecker. Kletten. Zwei Kletten. Ich will es aber eher aufrauen. Mach das mal ein bisschen rau. Ja, so sieht doch ein Berg aus. Irgendwie. Mach das mal ein bisschen felsiger. Das darf nicht so glatt aussehen. Ich glaube, das hat mich gestört. Das war noch kein richtiger Berg. Gut, das ist jetzt ein bisschen löchrig. Das ist ein Schweizer Käse. Muss man wieder ein bisschen mit dazu machen. Ah. Nur die linke Wade aktuell, aber der Rest rächt sich bestimmt übers Wochenende noch. Oh ja. Oh ja. Okay. Aber das hätten wir soweit. Bin ich ganz zufrieden mit. So. Schöner Berg. Kann man so sagen. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Gehege. Was haben wir denn hier für ein Grizzly? Grizzly.
Hegeschlafmöglichkeit hätte ich gerne extra groß. Thank you. Okay. Ich habe Hunger. Ah. Ich hoffe wenigstens, dass das Krankenhausessen gut ist. Muskelkater ist eines der schönsten Gefühle überhaupt. Wetterbaumstamm. Why? Klettergerüstplattform. Okay. Haben hier doch schon fertige. Eine Rampe. Zur Hölle. Eieiei. Okay. Ein bisschen Kletterzeug sollen sie ja schon haben. Das fände ich ganz gut, wenn sie ein bisschen was klettern können. So. Ich hoffe, das passt für die Grizzlies. Ein extra Kletterrahmen für große Tiere. Ich hoffe, die kommen darauf. Fände ich schön. So. Dann brauchen die Wasser. Muss ein Kater Zeit fürs Training. Ja. Muss ich mich jetzt auch wieder dran wagen? Ich habe nämlich eine E-Mail von meinem Fitnessstudio bekommen, dass die wieder aufmachen dürfen. Das heißt, Mona wird jetzt auch erstmal Muskelkater haben, wieder nach Monaten das nichts machen. Machen wir hier so einen kleinen Fluss hin, würde ich sagen. Nicht ganz, ganz kleinen Fluss, der hier in einem kleinen See endet. Da ein bisschen. Was davon? Größe. Noch ein bisschen kleiner. So. Irgendwie. Finde ich schön. Okay. Kannst du mir nichts geben? Irgendwas? Ich habe noch eine halbe Wassermelone im Kühlschrank. Die könnte ich dir im Ernstfall anbieten. Aber ich glaube nicht, dass sie sonderlich satt macht. Natur. Upsala. Okay, egal. Was braucht denn so ein Grizzly? Ich sehe das hier irgendwie. Eine Oberfläche ausrichten, bitte. So. Warum bist du schief? Chilenische, okay, aus Chile kommt er jetzt zwar nicht, aber na gut. Es ist locker Trinken eingelöst. Ey, warte, ich muss noch was trinken. So, und danke, Makoro-kun, für dein Follow. Willkommen. Ein Keks aus dem Wartezimmer. So. Efeu. Efeu ist immer gut. Zumindest meistens.
Ich hätte aber gerne ein Bäumchen. Eine festliche. Okay, vielleicht nicht eine festliche Fichte. Ich meine, es ist zwar schön mit Weihnachtsdeko, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Eine Flussbuschweide. Jo, können wir machen. Gemeine Esche. Warum ist die denn gemein? Ich will eine Fichte. Fichte, Fichte, Fichte. Fichte, 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 Fichte. Erzfichte. Ja, sowas will ich haben. Das sieht doch schön aus. Das sind doch schöne Bäume. Mag ich. Komm auf den Berg auch drauf. So. Berg, 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 Berg. So? Wir müssen nur aufpassen, dass die nicht irgendwie, also dass die Bäume nicht zu nah am Gehegerand stehen. Ansonsten können uns die Bärchen ausbüchsen. Ich nehme hier noch eine große Fichte vor und ich glaube, das reicht dann. Oh. Ich muss jetzt zum Arzt impfen. Ich wünsche euch einen schönen Resttag und netten Stream. Dankeschön, Basto. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und hallo, Riz Emmon. Willkommen. So. Kommt Essen. Aber Essen ist gut. Essen ist immer gut. So, dann brauchen wir eigentlich noch ein bisschen Buschwerk. Ich hätte Hannisbeere. Weiß nicht. Busch, Busch, Busch. Wir brauchen wildes Buschwerk. Brombeerbusch. Ich glaube, Brombeeren können wir hier hinsetzen. So ein paar. Oh, das geht. Das geht. Ich hätte gern größere Büsche. Drosselbeerenbusch. Uff, das ist ein großer Baum. Sehr große Bäume. Aber war ja. Ein Elefantenbaum. Ich glaube nicht, dass die Grizzlies darauf stehen. Muss noch Sport machen. Aber Sport tut gut. So. Ich glaube, das reicht erstmal. Wir müssen die Grizzlies auch erst nochmal hier reinkriegen. Dann brauchen wir auch Gehegezeug. Warte, das ist doch bei den Barrieren hier. Ein Glasgehegezugang. Machen wir den dahin. Ich denke, das ist in Ordnung. Sieht doch schon sehr schön aus. Würde sogar so weit gehen. Und hier ein bisschen was bepinseln obendrauf mit ein bisschen Schnee. Ich glaube, so weit können wir gehen. Müssen wir dann nur ein bisschen kalt oben hinpacken, damit das auch wirklich Schnee bleibt. Okay, Gehege. Klimagerät. Heizkörper. Nee, Heizkörper brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass dem Grizzly hier allgemein etwas kalt ist. Unterwasserfutterspende. Dann können wir da hinpacken. Bitteschön. So.
Keinen Bock, heute selbst zu kochen. So, ja. Aber ab und an kann man das ja machen. Also jetzt immer muss auch nicht sein, aber so ab und an mal ist das in Ordnung. So. Ein Windspiel. Können wir es mal hier hinpacken? Blockiert. Von was auch immer. Pappkarton. Klumpen aus gefrorenen Früchten. Ist auch immer schön. Könnt ihr noch einen großen Ball haben? Das Feuerwehrschlauchball. Oha! Wo sind hier eigentlich? Da, eine Klimaanlage. So, packen wir die Klimaanlage dahin. Was auch immer die jetzt eingestellt ist, obwohl das ist keine gute Idee, die da hinzupacken und dann das einzustellen. Ich muss die irgendwo hinsetzen, wo ich noch die Temperatur einstellen kann. Also ich würde die erstmal hier auf den Boden setzen. Dann können wir gleich noch gucken, wie wir die Temperatur einstellen. Nicht deine Wassermelone, bitte, Mona. Ja, ja, also ich esse die gerne für dich. Nach dem Stream schneide ich mir die Hälfte noch auf und dann esse ich die für dich, okay? So. Gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt Christli-Gehege. Kritzli. Geht's dir gut, Löwe? Sind alle noch gesund? Keiner ausgebüxt? Ich hoffe. Wie geht's euch? Pflanzung. Gelände, das ist noch in Ordnung. Okay. Was? Du möchtest doch auch. Achso. Ich kann dir bestimmt was vorbeischicken. Ist halt die Frage, wie lange es braucht, um da zu sein. Das weiß ich noch nicht. Was ist das denn hier, Leute? Da ist überhaupt kein Durchkommen mehr. Okay. Quarantänephase überstanden. Mitarbeiter, Tier. Kann den Quarantänebereich verlassen. Dann packen wir noch unseren Grizzly hier rein. Dankeschön. Und wo ist unser anderer Grizzly? Löwe wird Nachwuchs haben. Noch mehr Nachwuchs. Irgendwo ist doch. Wahrscheinlich. So. Wie ist es mit den Kindern? Kommen die jetzt noch? Alia, willkommen. Hi. Wir haben hier so viele. What? Okay, Frau Löwin, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Sie wollen mir hier doch nicht ausbrechen, oder? Oder wollen Sie Ihren Kleinen hier oben kriegen und dann wie bei König der Löwen auf dem Felsen präsentieren? Sind Sie das Alpha-Weibchen? Ah, ja, das sind natürlich auch Kinder. Das sind natürlich auch Kinder. Okay. Ich kann das Gehege nicht erreichen. Was? Ist kein Tierpfleger zugewiesen oder verfügbar? Seid ihr dumm? Seid ihr dumm? Nein. Wir gucken mal ganz kurz von der Heatmap her. Wo könnt ihr überall hingehen? Da, Tierwohl. Nee, Gehege. So. Okay, da könnt ihr überall hin. Ihr könnt auch in die Höhle.
Es passt. Der afrikanische Strauß wird weiter wachsen, das ist in Ordnung. Warum kannst du das nicht erreichen? Willst du mich verarschen? Why? Interessante Dehnübungen, ja, auf jeden Fall. Ist es wegen dem Spielzeug? Ist es deswegen? Ich kann das auch woanders hinstellen. So ist es nicht. Da. Bin schön. Ist es jetzt zugänglich? Ist doch ein... Oder haben wir nicht genügend Tierpfleger? Ist ja noch in keinem Arbeitsbereich drin. Vielleicht ist es deswegen. Okay, ganz kurz. Mitarbeiter. Arbeitsbereich. Wahrscheinlich, weil kein Arbeitsbereich zugeordnet ist. Deswegen. Ganz kurz, wo kann man denn die Arbeitsbereiche einstellen? Da. 5 Gehege. Jetzt muss ich bearbeiten. Aber da kommt dann das noch mit dazu. Das ist das jetzt Arbeitsbereich 1 und dann sollte es eigentlich gehen. So. Ja, ist jetzt auch schon. Ist jetzt weg. Hat die Quarantänephase überstanden. Dann bewegen wir dich auch mal hier hin. Und die Riesenschildkröte werden sich gleich wieder paaren. Auch gut. Mao ist wieder gestresst. Wie auch nicht. Mhm. Auf Wiedersehen, Dominik. Dann mach's gut und hab noch einen schönen Abend. Und Emilio, danke für deinen Follow. So, Strauß ist erwachsen. Du wirst jetzt eingetütet. Du wirst auch eingetütet. Dankeschön. Tierwarnungen. Ist gestresst. Warum seid ihr alle gestresst? Sozialverhalten. Habt ihr halt jetzt gerade mal Pech gehabt, um ehrlich zu sein. So, jetzt ist die Frage. Kriegen wir hier eine komische Inzestwarnung bei den Bären? Ist die andere Dame schon da? Wahrscheinlich nicht. Werden wir dann sehen. Umgebung. Nö, du magst die Brombeeren nicht. Warum magst du die Brombeeren nicht? Und es ist noch zu wenig Bepflanzung, habe ich mir schon fast gedacht. Aknaktor. Danke auch dir für deinen Follow. Und ich trinke was. So. Und hallo, VR Zero. Hi. Willkommen. Okay. Die müssen leider weg. Grizzlies mögen keine Brombeeren. Ich hätte das jetzt was anderes gedacht, aber... Dann müssen wir da einfach mal Kuma fragen. Der weiß da mehr. Ich bin ja kein Grizzly-Experte. Wir brauchen aber noch mehr Bepflanzung. Was mögt die Grizzlies denn? Oh mein Gott! Ah, Mr. Maxcat, danke für die 10 Euro. Oh mein Gott, Flausch. Ja, Flausch. Ah. Vielen, vielen Dank. Auch einen Couch-Titel. So, ganz kurz. Was mögen Grizzlies? Was sagt Zoopedia? Nordamerika. Tiger gemäßigt Tundra. Dann gucken wir da doch mal nach. Was haben wir denn hier? Filter. Kontinent. Nordamerika. Biome. Gemäßigt Tiger Tundra. Jetzt gucken wir mal, was wir da rauskriegen. Ein Faulbaum. Nice. Ein Adlerfarn.
Damit können wir doch schon was anfangen. Packen wir hier ein bisschen Fahnenzeug hin. Hier so an den Höhleneingang irgendwie. So. Bonk. Was ist das denn für ein Link? Eine ganz doofe Frage. Möchtest du uns aufklären? Weil eigentlich sind Links außer die Clips nicht erlaubt. Mr. Maxcat möchte sich bonken. Okay. Upsala, warte. Lass mich ganz kurz. VTuber Clip Compilation. Okay, dann ist, glaube ich, in Ordnung. Ach Mann, warte. Muss Mr. Maxcat bonken. So. Ganz kurz gucken, ob ich den Namen richtig geschrieben habe. 30. Bitteschön. Ah. VTuber Clip Compilation. Ist das, was ist das denn für eine? Ah, die! Ja. Allgemein, das ist jetzt, ich glaube, das dritte Video von so einer VTuber Clip Compilation. Also, ist Sony oder so, sowas. Ich weiß nicht, wie die den Namen ausgesprochen haben wollen. Ist ja von, ich glaube, Yayu und Aiskoya ins Leben gerufen. Und dann gibt es noch, ich glaube auch German VTuber Clips oder so, nennt sich der Channel, der hat auch was hochgeladen. Und hallo Saki Knuddeluff. ich komm in den Stream, da du so verdammt knuffig und süß bist, dass ich. Was? Ah, du darfst mich doch knuddeln. Jeder darf mich knuddeln. Bist du kurz zu sehen? Ja. So. Müsst weiter Euro Truck Simulator 2 zocken. Dann viel Spaß. So. Eine Buche. Uff, das ist auch so ein Riesenbaum. Oh mein Gott. Wie riesig. Obwohl, naja. Doch. Du wirst berühmt, ja. Ah. So. Hässliche Fichte brauchen wir nicht. Gemeine Eiche brauchen wir auch nicht. Gelbkiefer. Die können wir hier noch hinpacken. Gelbkiefer. Das sieht auch schön aus. Ich hoffe nur, dass die nirgendwo drüber klettern. Das ist meine größte Sorge momentan. Ich finde das Grizzly-Gehege sehr schön. Dann kopieren wir uns den Baum nochmal. Dann kommt da noch ein bisschen Farbe mit rein. So. Schön. Ist das genug gepflanzt? Was machst du da? Was wird das? Ich meine, so eine ganz komische Frage. Ganz für viele Eulen. Ja, auf jeden Fall. Ich fand den Clip aus dem zweiten Teil besser. So viel langes Gras. Ja, warte, gucken wir mal ganz kurz. Erde. Auch noch mehr. Erde schwer, Erde leicht. Machen wir ein bisschen Erde leichter hin. Ein bisschen hier so an die Bäume. Soll ja auch schön aussehen. Hier so ein bisschen hin, aber auch noch. Ist es so ein bisschen unregelmäßig. Finde ich schön. Ich mag so Terraforming-Zeug. Wenn man denn gut mit den Werkzeugen zurechtkommt, das ist noch die Voraussetzung. So. Über ein bisschen mehr
Erde hin. So. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Life is Strange 2 mit dem Grizzly-Gehege hier. Aber das finde ich sehr schön. Und Automalen, hey. Gras lang brauchen wir nicht. Wir machen ein bisschen mehr kurzes Gras noch hin. Ich mit dem langen Gras auf Minimum runter. Oh mein Gott. Wie wir das denn schaffen? Hier noch ein bisschen. Wahrscheinlich in der Höhle noch. Machen wir einfach mal Fels hin, oder? Jetzt kannst du noch ein bisschen vertragen. Eine Felshöhle. Und keine Grashöhle. So. Wie soll ich das lange Gras so weit runterbekommen? Oh mein Gott. Okay, dann machen wir es ganz anders. Wir gehen hier mit kurzem Gras dran. Das scheint ja fast in Ordnung zu sein. Dann gehen wir wieder mit ein bisschen Erde dran. Da oben kann Fels hin. So. Und dann noch ein bisschen Erde hin. Aber wo ist noch dieses lange Gras? Ich habe doch gerade quasi alles weggemacht. Wo ist das denn? Hallo? Prozent. Wir müssen noch weiter runter. Wo ist denn hier? Hä? Wo ist hier denn noch langes Gras hier vorne? 12%. Wir müssen alles eliminieren, was wir finden. Das ist jetzt die Suche nach der Nadel im Heuhaufen quasi. Oh, ups, der Baum schwebt. Haha, lustig. Wir müssen den Baum noch ein bisschen runtersetzen. Okay. Besser als vor dem Nadelhaufen. Ja, das stimmt. Den Baum müssen wir auch noch ein bisschen runtersetzen. Der schwebt auch ein bisschen in der Luft. Genauso wie der hier. Trinken nicht vergessen. Ja. Ach, Snock. Okay. So. Brauchen wir nochmal den Bären. Da hängt er noch in der Luft. Schön. Sozialverhalten, Gehege, alles super. Die magst du nicht, ernsthaft. Und dir ist das immer noch zu wenig Bepflanzung. Oh mein Gott. Die ist also wirklich sehr wählerisch. Dann packen wir hier halt noch ein bisschen mehr Wald hin. Ich glaube, da bleibt uns fast nichts anderes übrig, als den Berg noch weiter hier mit Bäumen zuzupflastern. So. Irgendwie so. Wie viel Bepflanzung brauchst du, Junge?
Jetzt ist okay. Jetzt sind wir bei 30%, jetzt geht's. Okay. Das ist schön. Sonst noch irgendwie Gelände. Immer noch 12% langes Gras, aber wo? Wo ist dieses lange Gras? Ich sehe nichts. Ich habe doch schon quasi alles voll mit kurzem Gras gemacht und dann geguckt. Hier noch was in der Ecke? Man sieht doch langes Gras, gell? Wir sind jetzt die Grasdetektive. Und hallo Jan, willkommen. Wo ist das denn? Hallo? Ansonsten muss er halt damit leben. Das Wasser 0%. Ja. Tiere schwimmen nur unter Wasser, wenn es eine Tiefe von 4 Metern hat. Ist das hier 4 Meter tief? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, das müssen wir dann noch mal ein bisschen umsetzen. Dann brauchen wir dann noch tieferes Wasser. Ach gut. Okay, machen wir kurz das Wasser weg. Jetzt ist ja wieder langes Gras, natürlich. Okay. Mit der groben Sand hin und Erde und was weiß ich nicht alles. Das sollte es aber reichen zum Unterwasserschwimmen, oder? Das Gras hat kann man gerade bei einer Polizeikontrolle abgeben müssen, wahrscheinlich. So, und jetzt können wir Wasser reinmachen. Upsala. So? Wir hatten das vorher höher. Uff, okay, das überschwemmt sehr viel, das mehr als vorher. Mal gleich nochmal gucken. Müssen wir das hier hin machen? Futterspender nicht tief genug. Warum? Jetzt haben wir noch keine 4 Meter oder was? Immer noch nicht. Wow. Ich wollte aber, dass die unter Wasser futtern können. Müssen wir es noch tiefer machen. Okay. Perfekte Augen. Genau. Bin immer wieder weg. Viel Spaß noch und möge sich das Salz in Grenzen halten. Wir bemühen uns. Und danke, dass du da warst, Jaffenhauer. Dann hab noch einen schönen Abend. Also wenn das jetzt keine 4 Meter sind, dann weiß ich auch nicht. Am besten nicht. So.
Kommt jetzt wieder hier unten rein. Gelände. Salz. Ja. Kommt hier wieder Erde rein. Vielen Dank. Und hier ein bisschen Gras wieder mit drauf. Ein ganz kleines bisschen. Damit das nicht so blöd braun alles aussieht. Dann doch ein bisschen arg viel. Ein bisschen leichte Erde noch dran. So. Ich hoffe, dass es jetzt genug ist. Wasser, Marsch. Futterspender nicht tief genug. Ich gebe dir gleich tief genug. Okay. Lassen wir es erstmal da. Und hallo, Torwart. Willkommen. Okay. Dann halt nicht. Aber das ist schon ziemlich tief. Ich meine, wir können den natürlich auch noch tiefer setzen. So ist es ja nicht. So. Machen wir das Wasser wieder weg. Heute ist echt irgendwie der Wurm drin. Das ist einfach ziemlich tief hier. Also. Ich hoffe, du bist hier jetzt tief genug. Was? Out of context hat sich das wieder absolut weird angehört. Ach, Manu. Aha. Na gut. So. Geländer. Mal wieder Erde rein. So. Bemühe mich. Jetzt kommt da wieder Wasser rein. Bitte, Dankeschön. Ist dieser Futterspende jetzt bitte tief genug? Hallo? Wow. Die Pandas werden Nachwuchs erhalten. Oh, guck mal, wie süß die spielen. Gucken wir mal ganz kurz bei anderen Tieren vorbei. Wow. Ach man, dieser Futterspender. Der ist knifflig. Der ist sehr knifflig. So. Und ihr, ist jetzt bald soweit? Weitere kleine rote Pandas? Nachwuchs erwartet. Ist jetzt? Hallo? Hallo? Du da? Das sind keine Kinder! Ich dachte, du kriegst jetzt ein Kind. Ich meine, die zwei Kackeknödel, die können wir natürlich auch benennen, wenn das so gewollt ist von dir, kleiner Panda. Afrikanischer Strauß wird sich bald paaren, das ist schön. Wir haben wieder viel zu verkaufen. So. Eins. Hier haben wir noch eins. Zwei. Ah, wie süß. Wieder zwei kleine. Haben wir euch schon die Hände geschüttelt? Ja, haben wir. Tier ist gestresst. Ja, das ist aber normal, denke ich. Okay. Forschung abgeschlossen. Schön. Hallo Daniel, willkommen. Hi. Hast du das Game auch? Ich finde es so schön. Ich hab heute ein bisschen geflucht, weil die Wege nicht so wollten, wie ich wollte. Aber ansonsten finde ich es sehr schön. Was haben wir noch?
ein kleine Pandas. So, euch geht's gut. Oder kriegen wir hier eine Inzestwarnung? Oder können wir noch gar nicht Partner vergleichen, weil die noch gar nicht geschlechtsreif sind? Geschlechtsreife mit 6 Jahren. Also eigentlich sollte das schon Wohlbefinden. Gehege 3%. But why? Gehege ist doch alles jetzt. Tiefes Wasser, 100%. Ihr habt die 2 Bäume, die ihr nicht mögt. Ja, weiß ich ja. Erwachsenenpopulation. Eigentlich sollte alles nice sein. Ich wollte schon gerade sagen. Viele Gäste denken, dass die Tickets sehr günstig sind. Ach, das kann man ändern. 24. 22. Sagt Bescheid, dann mache ich es noch teurer. Ist okay. So. Funktioniert das mit dem Futterding hier? Oh, das ist schön. Guck mal. Und du wirst jetzt auch bald Nachwuchs haben. Ist das so? Ist es schon soweit? Wow. Okay. Das ist jetzt leider weg. Viel Spaß noch euch allen. Dann mach's gut, Nico Kitten. Und bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Abend. Können wir mal gucken, dass wir nochmal ein DLC rangeholt bekommen für das Spiel. Es ist jetzt, glaube ich, noch ein neues rausgekommen. Und ich habe bisher nur eins. Deswegen können wir da gerne nochmal gucken, was für DLCs wir uns anschaffen können. Können wir am Ende mal im Just Chatting nochmal ein bisschen gucken, auf was für Tiere ihr denn Bock habt, zukünftig bei Planet Zoo. Und, ist es jetzt soweit? Frau Strauß? Frau Engelbert Strauß? Bitte? Jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Eins kleines Küken. Hallo, kleiner Strauß. Und da ist noch ein kleiner Strauß. Jetzt warte doch mal. Nicht direkt wegrennen. Und noch ein kleines. 2 Stück. Wie süß. Forschung abgeschlossen. Blauer Pfau. Kannst du jetzt den Grizzly erforschen? So, wir können noch mal nach chinesischen Schuppentieren gucken. Was ist das denn hier? Aber ja, okay. Ganz kurz, Barriere bearbeiten. Würde ich nämlich auch gerne noch ein bisschen erweitern und näher an den Weg ranholen. Den Zaun. So, damit die Zuschauer auch, also damit die Leute auch wirklich nah dran sind und was sehen und alles. Was tut weh? Unser Lama wird bald erwachsen. Okay, Moment, dann brauchen wir noch Bildungszeug. Einrichtungen. Medienzeug, genau. Medienzeug ist immer gut. Haben wir irgendwo Gehege-Infoschild, aber hatte ich nicht irgendwie Gehege-Infotafel-Set? Yes. Dann können wir das hier anbringen und weiter hier hinten noch anbringen. Dann können wir hier was anbringen. Ist das überhaupt 2 Meter hoch? Barriere bearbeiten. Wie hoch bist du? 2 Meter. Ja, größer muss nicht. Größer muss die ja nicht sein. Und dann kopieren wir das nochmal. Und packen das hier hin. So. Die Wortwitze. Ja. Aber das muss sein. Es darf nicht anders.
Okay, Lautsprecher. Info-Lautsprecher. Packen wir den, ja, genau dahin. Alter, es ist so schwer zu sehen. Mach mal die Heatmap aus, bitte. Danke. Packen wir das jetzt da drauf. Dankeschön. Mach die Heatmap aus, habe ich gesagt. Dankeschön. So. Wir brauchen schließlich auch Lautsprecher für die Fernseher. Heatmap aus. So. Dankeschön. Dann haben wir hier Grizzly. Und hier brauchen wir auch Grizzly. Okay. Grizzly Bear, Grizzly Bear, Grizzly, Grizzly, Grizzly Bear. So. Nee, das ist kein Grizzly, das ist ein Löwe. Entschuldigung. Kann man mal verwechseln. So, hier ist Löwe. Da ist Löwe. Wir wollen ja auch Bildung haben. Ist ja schließlich wichtig. So. Okay. Wenn wir dann soweit sind. Aha. Warte mal ganz kurz. Ganz kurz. Okay, egal. Lama wird erwachsen. Hatten wir sonst noch was? Wir haben jetzt Infotafeln. Wir wollten noch nach unseren Grizzlies gucken. Könnt ihr denn jetzt irgendwie miteinander verhalten? Aktuelle Partner. Wieso? Wieso kann ich die nicht miteinander paaren? Eine ganz doofe Frage. Genetik. Zuchtbuch. Unbekannter Vater, unbekannte Mutter. Also die sind keine Geschwister. So viel steht fest. Warum kann ich dann nicht gucken, wie ihr euch paaren lasst? Musst du erst ein Alpha werden? Also ein Alpha-Grizzly? Lama ist erwachsen. Ich denke, das stellt erstmal kein Problem dar. Kriegst zwar die Pille, aber ja. Genau. Ich glaube, das stellt erstmal kein Problem dar. Okay. Junge! Hält mein Handy auf lautlos. Tschüss. Ich glaube, wir müssen eine kleine Pause machen, weil mein Chef mir gerade tierisch auf die Nerven geht. Kannst du bitte noch dies machen? Kannst du bitte noch das machen? Ich brauche das jetzt. Oder, also entweder wir machen jetzt eine Pause von, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange ich brauche, 10, 15 Minuten. Jag ihn. Ey, ich habe einen Arbeitstag in der Woche. 8 Stunden! Dafür werde ich bezahlt. Und jetzt... Er hat mich gefragt, kannst du das heute noch machen? Ich habe gesagt, ja, ich kann das heute noch machen. Aber ich dachte mit, ich kann das heute noch machen, mit, ich kann das nach dem Stream machen. Okay. Ich bin am Verzweifeln.
Mach es jetzt, dann hast du es hinter dir. Auf jeden Fall. Oh, Olaf der Zweite! Ein längstes Geschenk, aber von Mr. Max Geld. Das ist schön. Wort mit Witz mit. Ja, genau. Genau. Mir bleibt echt nichts anderes übrig. Okay, ich weiß wirklich nicht, wie lange es dauert. Es kann halt etwas länger dauern. Deswegen würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle einfach den Stream, obwohl ich könnte ihm gerade den Hals umdrehen. Es tut mir leid. Kannst du bitte noch das machen? Ich brauche die Bilder. Bla bla bla. Kannst du das bitte noch austauschen? Ich hasse es, wenn man immer für den Chef erreichbar sein muss. Es ist so ätzend. So. Schön. Hätten wir es auch geregelt. Finde ich gut. So. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Oder ich schmeiß heute Abend nochmal den Stream an. Ich weiß nicht. Also bis 18 Uhr haben wir jetzt gestreamt. Ich wollte eigentlich ein bisschen länger machen, aber ich kann wirklich nicht sagen, wie lange ich das brauche. Und der geht mir so auf die Nerven. Deswegen, es tut mir leid, dass wir jetzt schon zum Ende kommen müssen. Genau. Dann, ich guck mal, ob ich danach nochmal den Stream anmache oder ob wir heute Abend nochmal irgendwie Animal Crossing oder The Legend of Zelda spielen. Und dann gucken wir mal. Okay, dann macht's gut. Habt noch einen schönen Abend. Ich weiß, das kommt jetzt sehr, sehr schnell. Und dann, genau. Vielleicht bis später oder bis morgen, genau. Wenn wir uns heute Abend nicht nochmal sehen, dann auf jeden Fall morgen Abend um 18 Uhr zu Episode 3 von Life is Strange 2. Dann mach's gut. Habt auf jeden Fall noch einen schönen Abend, falls wir uns nicht mehr sehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.